Hallihallo, guten Morgen und Buongiorno aus Italien. Noch einmal das letzte Mal aus Bologna. Dann geht es heute mit dem Zug in die Schweiz. Und wir nehmen den Frecciarossa, den Hochgeschwindigkeitszug. Und wir sind jetzt hier am Bahnhof, quasi an einer Brücke, wo wir runterschauen können auf den Bahnhof. Und hier sehen wir, das ist wirklich ein riesen Knotenpunkt hier in Italien. Bologna ist ein großer Bahnhof. Aber wir sehen hier den Hochgeschwindigkeitszug nicht, denn der fährt unter der Erde. Also, Riesenprojekt hier unter der Erde. Hier sind Riesenparkhäuser, hier sind die Bahngleise für den Hochgeschwindigkeitszug, für Frecciarossa und alles unter der Erde. Die Fahrt geht los in etwa einer Stunde. Vorher werde ich mir noch ein bisschen Proviant mitnehmen. In dem ersten Zug nach Mailand, da gibt es noch was zu essen und zu trinken, weil ich die Premium-Class gebucht habe. Dann geht es aber weiter in die Schweiz und da könnte es sein, dass ich Hunger bekomme. Also hier noch ein schönes Panino einpacken. Dann geht es gleich noch ein Käffchen trinken, zurück in die Unterkunft, Koffer holen und ab zum Zug. Also, bis gleich. Ja, heute, man sieht es, der Himmel ist bedeckt. Mit Regen ist zu rechnen. Ich hatte also wirklich tollstes Wetter hier die ganzen Tage. Nur blauer Himmel. Es ist kalt am frühen Morgen. Tagsüber hatten wir immer so 16, 17 Grad. Und hier die Bahnhofsgegend ist nicht so, wie man denken könnte, vielleicht in manchen deutschen Bahnhofsgegenden. Also schlimm, sondern hier wirklich, hier ist was los. Hier auch der Flixbus, guck mal hier, nach Venedig. Ja? Hier in der Bahnhofsgegend, da kann man sich gut orientieren. Das ist wie so ein kleiner Rundlauf hier. Durch den Bahnhof, auch mit einer Unterführung, kommt man wieder auf die andere Seite zu meiner Unterkunft. Also, ich habe hier jeden Morgen mir ein Panino geholt oder etwas anderes. Das war also mein erstes Ziel. Erstmal was essen. Ich bin aus dem Essen hier gar nicht mehr rausgekommen. Also, wenn man hier nur eine kurze Zeit ist, muss man natürlich die ganzen Angebote wahrnehmen. Und ich habe mir jeden Morgen ein anderes Panino mitgenommen. Mal mit Schinken, mal mit rohem Schinken, mit gekochtem Schinken, mal mit Mortadella, mit Salami. Also ich habe alle Varianten durch. Und in dem Café bei mir um die Ecke, da gibt es meistens dann einen kleinen Espresso oder Espresso Macchiato mit ein bisschen Milchschaum oben drauf. Das reicht dann morgens und dann ging es hier auf Wanderschaft. Also, jetzt holen wir uns ein bisschen Proviant in meiner Lieblings, das ist Salumeria oder auf jeden Fall ein Mozzarella Spezialladen. So, wie gesagt, hier fahren also viele, viele Busse ab. Da drüben ist der Bahnhof auf der anderen Seite. Und jetzt geht es hier nochmal eben ein schönes Panino holen. Was nehmen wir denn heute für eins? Hier gibt es natürlich auch noch sehr viele Sachen zum Mitnehmen. Also ob es Wein ist, ob es Pasta ist, Soßen. Guck mal hier, Carbonara, Amatriciana. Alles wunderbar. Und hier die besten Paninos in ganz Bologna. So wie es mir auch tut, das greife ich jetzt noch nicht an. Das kommt also mit auf die Reise. Und jetzt geht es durch den Bahnhof durch zu meiner Bar des Vertrauens. In Italien sagt man Bar zu der, ist keine Kneipe, sondern ist wirklich ein Café-Bar. Da gibt es morgens das schöne Heißgetränk. Und ich werde wahrscheinlich gleich dazu entweder ein Brioche nehmen, also so ein kleines Hörnchen mit Crema-Füllung oder vielleicht sogar einen Toast. Toast mit Chicken und Käse, esse ich auch sehr gerne. Also, schauen wir mal. Jetzt geht's durch den Bahnhof. Ich habe heute Morgen schon Informationen bekommen aus der Schweiz. Dort soll es regnen. Man sagte auch, es würde schütten. Also, ich bin nicht vorbereitet auf Regen. Habe keinen Schirm dabei. Mal gucken, ob ich trocken durchkomme. Denn vom Bahnhof aus, sind es nur wenige hundert Meter bis zur Unterkunft. Vielleicht schaffe ich es ja auch trocken, da durchzukommen. Vielleicht hört es ja mal zwischendurch auf. Ansonsten müssen wir ein Taxi nehmen oder einen Schirm kaufen. So, hier geht es jetzt in den Bahnhof, in eine der Bahnhofshallen. Weil der Bahnhof ist wirklich, wirklich recht groß. Und deswegen gibt es hier mehrere Bahnhofshallen. Und hier die roten Automaten sind für den Schnellzug, also Italo, und ich habe mein Ticket allerdings online gekauft. Wir gehen jetzt hier durch die Unterführung. Das ist auch
der Weg, den wir gleich zurücknehmen müssen. Denn hier in dieser Unterführung liegen auch die Zugänge zu den roten Zügen, zu den Frecciarossas. Das geht also wirklich weit nach unten mit riesen Rolltreppen. Aber dazu später mehr nach dem Kaffee. So, hier aus der Unterführung quasi raus sind wir jetzt wieder auf der Rückseite. Und hier geht, wie gesagt, auch der Zug zum Flughafen. Und hier können wir mal sehen, auf der Anzeige vom Flughafen, hier sind also die ankommenden und abfliegenden Flüge zu sehen. Emirates fliegt zu einer Bologna. Das hätte ich wissen müssen. Ja, also es geht jetzt hier raus aus dieser rückwärtigen, ist keine richtige Bahnhofshalle in dem Sinne, weil hier sind also keine Geschäfte und nichts. Aber wie gesagt, hier ist der Zug zum Flughafen und in 7 Minuten zum Flughafen einmal. Also Bologna steht bei mir noch nicht als abgeschlossen auf der Liste, also wir werden wiederkommen. Also ich. So, wie der Zufall es will, der Zug kommt gerade, also hier dieser Kabinenzug, führerlos, der will jetzt hier auftauchen, da ist er. Das ist also der Zug, das ist besonders groß, also 2 Abteile. Und mit dem geht es also vom Flughafen in die Stadt und wieder zurück. Ja, und hier ist die Bar meines Vertrauens, der Kaffee am Morgen. Hier geht es jetzt rein. So, hier sind die schönen, leckeren Brioches in der Theke. Ich habe aber heute mal einen Toast bestellt. Die Musik im Hintergrund ist ein bisschen problematisch für uns, aber dann halten wir es hier eben kurz. So, für mich gibt es heute hier ein Espresso Macchiato, also Kaffee Macchiato, mit ein bisschen Milchschaum oben drauf. Ganz gerne am Morgen genommen, ist ja nicht so stark. So, und hier ist, wie gesagt, die Theke, gibt es auch noch einen kleinen Aufenthaltsraum, da kann man noch sitzen. Auch für die Durchreisenden quasi, so ein bisschen, dass man sich hier aufhalten kann. Und hier ist nochmal die Theke mit den nicht süßen Spezialitäten, Pizza, Baguettes und so weiter. Also wunderbar, mein Lieblingsladen hier. Und das erinnert mich so an meine Kindheit hier. Dieses Toast mit dem Schinken und dem Käse ist unvergleichlich. Kann man in Deutschland nicht nachmachen. Also das ist der Wahnsinn. So, jetzt haben wir noch 30 Minuten Zeit, bis der Zug abfährt. Das ist so toll, wenn du direkt am Bahnhof wohnst und dann den Zug auch nehmen willst. Also, du hast keinen Stress, zum Bahnhof zu kommen, zum Flughafen zu kommen, irgendwie im Stau zu stehen oder was, ja. Also, die Location hier und auch während der 4 Nächte hier, 5 Tage, 4 Nächte, manchmal entdeckt man ja so am 2. oder 3. Tag irgendwelche Kleinigkeiten, die nicht so... Ne? Hier, ich habe nichts entdecken können. Es war alles top während der ganzen Zeit und ich würde es wieder tun. Also, mich hier einbuchen. Link dazu, wenn ich es nicht vergesse, unten in der Videobeschreibung. So, jetzt sagen wir nochmal Ciao. Ciao zu der Unterkunft hier. Nochmal ein kleiner Blick. Wie gesagt, alles, der Martin hinterlässt immer alles wunderbar. Ja, gibt es nichts zu beanstanden und hoffentlich habe ich nichts vergessen, aber ich vergesse in der Regel nichts. Hier steht schon Koffer und Rucksack bereit. So reise ich also. Ach übrigens, hier für die Kollegen, die immer so ein Ding am Koffer haben, ja, was ich also mache, am Koffer oder am Rucksack, bei mir steht keine Adresse drauf, da steht mein Name drauf, meine E-Mail-Adresse noch. Und dann meine Skywards Member Nummer. Ja, machst du da eine Adresse drauf? Da wissen die Diebe sofort, du bist nicht zu Hause. Und das ist eigentlich nur zum Wiederfinden, dass man dich wiederfindet. Also E-Mail-Adresse drauf oder Telefonnummer vielleicht noch. Und wie sagt man, Skywards Member Nummer. Und das reicht. So, auf geht's zum Zug. So, jetzt hier in der Bahnhofsvorhalle wieder. Hier oben wird der Zug angezeigt. Milano Centrale, 9.36 Uhr auf Gleis 16. Und jetzt geht's ab in den Keller.
Wir fahren erstmal zwei Rolltreppen runter in die untere Bahnhofshalle. Das ist also hier wirklich eine lange Durchbrücke. Dann kommen wir auf der ersten Ebene an. Die erste Ebene ist also die Parkhausebene. Und ich will auch nochmal eben zeigen, das ist hier wirklich hochmodern. Auch so mit, wie man es am Flughafen kennt, mit Kiss and Fly. Also das sieht hier unten doch richtig toll aus, oder? Komm mal hier. Ja, das ist so wie, ne? Hier kannst du also direkt vorgefahren werden zu den Hochgeschwindigkeitszügen und dann geht es direkt runter in den Keller. Hier warten also zum Beispiel auch die Chauffeure, man sieht es hier, ja? Die Limousinen, es gibt auch einen Limousinenservice. Und jetzt geht es hier die nächste Etage runter. Hier ist also quasi die Bahnhofshalle, wenn man so will, die unterirdische Bahnhofshalle für den Hochgeschwindigkeitszug. Auch wieder eine riesen lange Rolltreppe hier. Und hier sind auch noch nicht die Gleise. Das ist also quasi wieder eine Bahnhofshalle, wo es auch neben Fahrkartenschalter auch, ne, Essen und Trinken gibt, Kaffee und so weiter. Und dann, wenn du zum Zug willst, geht es nochmal eine Etage runter. Also das schauen wir uns alles im Detail an. Und so sieht sie unten aus. So, ist also die nächste Abfahrtshalle, Bahnhofshalle und auch viel Betrieb hier, ja. Die Leute bleiben also hier vor den Anzeigetafeln stehen. Warum auch immer, die noch nicht runtergehen. Aber hier, riesen Anzeigetafel, Fahrkartenautomat. Da hinten gibt es noch eine Kaffeebar und so weiter. Also, es ist alles hochmodern. Also, ich fühle mich nicht wie in Italien. Also das ist jetzt Zug 10 Minuten früher, auch nach Milano Centrale, auf Gleis 17, das wird nicht meiner sein. Aber das schauen wir uns unten nochmal an. Manchmal ändern sich ja auch die Gleise vor Abfahrt. Aber ich glaube nicht, dass sich die Abfahrtszeit geändert hat. Von daher fahren hier also in diese Richtung mehrere Züge aufeinander folgend. Wir sind gespannt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen nervös geworden, weil um halb, also 6 Minuten vorher, war immer noch auf der Anzeige nicht zu sehen. Und hier waren so Durchsagen. Auf dem anderen Gleis fuhr gerade ein paar Minuten früher nämlich schon Zug nach Mailand ab. Und ich denke mal hin, nicht, dass ihr den falschen Zug genommen hast. Aber jetzt steht da oben auch der Zug auf der Anzeigetafel. Der muss jetzt jeden Moment kommen. Die Abteile sind hier auch angezeigt. Ich bin also im Wagen Nummer 6 und der müsste also jetzt jeden Moment kommen. So, und da kommt er auch schon. Der Zug für unsere Reise Richtung Schweiz, erstmal über Mailand. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet im Vergleich zum deutschen Zug. Den nehmen wir nämlich am Sonntag, wenn es wieder aus der Schweiz herausgeht in die Heimat. Dann bin ich also mit den deutschen Zügen, mit der Deutschen Bahn unterwegs und vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Spaß. Mal sehen. So, ich habe die Sitzplatznummer 13, 13 Dora. Ich hoffe, die Zahl macht uns keine Probleme, aber bis jetzt sieht alles gut aus. So. Zug ist on time, wie man sagen würde, also pünktlich. Und jetzt geht's hier ab in den Zug. So, jetzt schauen wir mal, wie es hier aussieht. So, jetzt habe ich. Es ging die ganze Weile erstmal unterirdisch, also unter der Erde. Jetzt sind wir hier noch nicht im Hochgeschwindigkeitsbereich, aber sieht schon gut aus. Der Zug fährt schön leise. Ledersitze hier in der Premium-Klasse. Vielleicht soll es noch was zu trinken und zu essen geben. Ich warte mal ab. Und ja, das wird ein schöner Zug. Und Internet habe ich sogar hier im Zug. Ist ja in Deutschland nicht dran zu denken. Questa è l'intervista. Allora, voi gli cambi colore per trovarle, no?
So, der Kollege kommt also hier mit einem kleinen Wagen durch. Dann gibt es hier erstmal ein Wasser und so ein paar Snacks. Studentenfutter, Erfrischungstuch und was ist hier noch? Ja, noch ein kleines Brioche. Also die Verbindung von Bologna nach Mailand dauert 1 Stunde 14 Minuten. Es gibt noch einen schnelleren Zug, 1 Stunde 2 Minuten. Wo dann die Differenz liegt, weiß ich nicht. Vielleicht hält er ein oder anderes Mal mehr. Mit dem Auto brauchst du 2,5 Stunden, also doppelt so lange. Von daher die Zeit ersparen. Schon sind wir in Mailand. Hier oben gibt es eine Anzeige mit Zwischenstationen und so weiter, aber auch mit der Geschwindigkeit. Da habe ich natürlich vorhin im Eifer des Gefechts mal vergessen, auf die Aufnahmetaste zu drücken, aber hier Beweisfoto. Ich glaube, das war noch nicht mal die Höchstgeschwindigkeit. Über 290 sind wir gefahren, das weiß ich auf jeden Fall. So, hier hätte ich gerne gesessen, auf einem schönen Einzelsitz. Ja, kann man sich zwar den Tisch nur runterklappen und sitzt nicht am richtigen Tisch, aber da hätte man ein bisschen mehr Ruhe gehabt zum Kommunizieren quasi. Ich saß jetzt nur mit zwei anderen Italienern am Tisch und war ein bisschen blöd mit dem Video. Also im Zug gibt es auch ein schönes Bordrestaurant, fällt mir jetzt gerade ein. Da hätten wir natürlich auch mal reingehen können. Also, Mann. Bin aber auch ein Schussel, oder? Wie kann mir das denn passieren? Naja. So haben wir Grund, nochmal hier zu fahren oder zu fliegen und mal den ganzen Zug ausprobieren. Da gibt es auch einen Nachtzug, muss ich mich mal erkundigen. Schlafen im Zug. Haben wir Thailand ja auch schon gemacht. Da können wir vielleicht mal einen Vergleich ziehen, aber ist natürlich vom Preis her. Ach übrigens, die Fahrt hat jetzt für mich, weil ich ein bisschen früher gebucht habe, 28,90 Euro gekostet. Hätte man heute Morgen gebucht, 65 Euro. Also. Wir buchen lohnt sich und ich glaube, da gibt es sogar noch günstigere Tarife. So, jetzt geht es hier direkt zum nächsten Zug. Auf Gleis 8 fährt jetzt hier um 11.10 Uhr, also keine 20 Minuten Aufenthalt hier. Wir haben jetzt nämlich schon kurz nach 11. Geht es zum Gleis 8 in den Zug nach Zürich. Ja, und unterwegs steigen wir irgendwo aus, um zur finalen Destination weiterzufahren, denn wir müssen dann nochmal so einen Nahverkehrszug nehmen, aber alles kein Problem. Wie gesagt, die Fahrten sind alle gebucht und jetzt geht's hier in den nächsten Zug. Und hier stehen die anderen Schnellzüge auch. Hier wird also über Land gefahren. Ja. Es ist richtig was los hier in Mailand. Mailand auch ein Sackbahnhof. Alle Züge müssen rein und dann rückwärts wieder raus oder umgekehrt. So ist das hier in Italien. So, und hier ist unser Eurocity, ist das glaube ich, Nummer 150 nach Zürich, Hauptbahnhof. Wir gehen in den Wagen Nummer 4. Auch hier, das sieht auch nicht langsam aus, die Schweizer Bahn. Und wie gesagt, Wagen Nummer 4, Sitz 31, habe ich alles im Kopf. Muss nur aufpassen, dass sie nicht ohne mich abfahren, denn die Zeit rennt. So, das ist hier von Como, Chiasso, Lugano, Bellinzona, Art Goldau, Zug und Zürich. Wir steigen aus in Art Goldau und steigen dann nochmal um. So, das ist jetzt hier ja wohl nicht. Also, nochmal aufmachen. Das ist Wagen Nummer 4. Hier geht's rein. Und dann muss ich mich auf den Sitz Nummer 31. Geht's hier hin? Also. Hier in der
Schweiz alles grau in grau. Aber jetzt habe ich noch mein Pellegrino 1,50 in Italien mitgenommen. Und jetzt kommt mein Panino zum Einsatz. So, in der Schweiz angekommen, es regnet natürlich. Laut Online, Ihre nächsten Verbindungen. Interregio Bahn AG nach Küsnach am Wiki, Mecklenburg-Vorpommern, Abfahrt 14.49 Uhr, Gleis 6. Interregio 46, wenige Minuten, dann noch eine Fahrkarte, für das, wie es weitergeht. Aber das kriegen wir auch raus. Kann nicht so schwierig sein, oder? Die Schweiz ist ja auch fortschrittlich. So, jetzt bin ich im letzten Zugabschnitt. Die S-Bahn nach Reiden. Und da steige ich jetzt aus. Da waren es genau 6,5 Stunden Fahrt mit ein paar Umstiegen. Ich glaube, ich hätte mit 2 Umstiegen sparen können. Ich wäre dann vielleicht ein bisschen länger unterwegs gewesen. Aber wie gesagt, nicht so umständlich, weil mit Gepäck hier, ich habe ja hier Gepäck dabei, Rucksack und einen kleinen Koffer, dann noch die Kamera ab und zu in der Hand, das ist schon nicht ohne. Also, hier geht es jetzt raus, dann geht es zur Unterkunft und dann werde ich das Brautpaar kennenlernen, dazu aber morgen mehr in einem anderen Video. Ich sag mal so, bleibt gesund. Ich brauchte keinen Doktor und eine Bahnfahrt, die ist lustig. Also,